In diesem Video starten wir ein komplett neues Projekt. Wir reden ja schon länger davon, dass wir eine Nasszelle in Ruby bauen möchten. Und diese Woche gehen wir es endlich an. Wir sind ehrlich gesagt etwas aufgeregt, da es so ein großes Projekt ist, aber wir freuen uns schon riesig auf das Ergebnis. Wie es uns gelingt, seht ihr jetzt. So, einmal Ruhe. Hier seht ihr schon mal unser nächstes großes Projekt und zwar unsere Nasszelle. Nasszellen sind ja ein bisschen kontrovers diskutiert. Die einen sagen, brauchen wir auf keinen Fall, die anderen wollen sie nicht missen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir auf jeden Fall eine hier in Ruby drin haben möchten, denn A, wir haben den Platz, wir können sie uns erlauben, denn diese tote Ecke hätten wir sonst sowieso nicht für irgendwas anderes benutzt. Und zweitens brauchen wir es einfach, wenn wir in Regionen unterwegs sind, wo es halt kälter ist, wo es die ganze Zeit regnet. Und eins der größten Probleme, finde ich, im Camper beim Vanlife ist halt eben Feuchtigkeit. Wenn man draußen kein gutes Wetter hat, dann kriegt man seine Klamotten einfach nicht trocken. Und dafür ist so eine Nasszelle als abgeschotteter Raum einfach genial. Also damit kennt ihr jetzt meinen Beweggrund. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, Leonie würde natürlich was anderes sagen. Und zwar kann man da natürlich auch drin duschen, warm. Finde ich auch gut. Besonders nach dem Tauchen oder wenn man jetzt nicht die Außendusche draußen benutzt. Aber ganz egal, Nasszelle ist schon cool, nicht nur um Sachen zu trocknen. Also lohnt sich auf jeden Fall, sowas hier jetzt bei unserem Platzangebot einzubauen. Damit auch alles gut trocknen kann, haben wir hier unten auch einen Auslass gemacht für unsere Standheizung. Da kommt dann so ein Auslass mit verschließbarem Deckel, damit auch kein Wasser reinfließt rein. Da steigt dann die Wärme nach oben. Und hoffentlich hier raus aus dem Ventilator, den wir auch so einstellen können, dass er halt eben die feuchte Luft nach draußen befördert. Hier vor kommt dann noch eine Tür, damit alles wirklich abgeschottet ist. Und das war unser Plan, um die Feuchtigkeit im Van so ein bisschen zu besiegen, auch mit nassen Handtüchern, besonders wenn man einen Hund hat. Da glauben wir, dass wir da auf jeden Fall schon mal viel machen können. Denn letztes Jahr in Norwegen hatten wir im T4 Schimmel und das nur nach, ich glaube, 4-5 Tagen Regen, weil es einfach zu hoch von der Luftfeuchtigkeit war, wenn man die Heizung drin anhat. Selbst wir haben viel gelüftet und dennoch hat sich dann irgendwann im Holz dann der Schimmel gebildet. Das Holz war auch behandelt, ganz egal. Das war halt echt blöd. Deshalb hoffen wir, dass wir hier auf jeden Fall bessere Karten jetzt mit haben. Das müssen wir natürlich unser Holz, was wir hier für den Bau der Nasszelle benutzen, behandeln. Das muss möglichst wasserfest, wasserabweisend und alles Mögliche sein. Da haben wir uns ein paar Dinge überlegt, auch hier unten, was hier unten eigentlich passiert am Boden, wo das Wasser hinfließt. Das zeigen wir euch nochmal an anderer Stelle, das ist nämlich ein sehr wichtiges Thema. Aber jetzt werde ich erstmal dieses unbehandelte Holz mit einem Spezialhaftgrund behandeln, also einer besonderen Grundierung. Garrett hat gestern ja schon unser ganzes Badezimmer, also die drei Wände, die wir jetzt schon haben, zweimal gestrichen mit Haftgrund, also mit so einer Grundierung. Die haben wir jetzt ordentlich durchtrocknen lassen über Nacht. Und jetzt kommt die nächste Schicht, und zwar die Duschabdichtung. Das ist auch so eine blaue Masse. Das soll Bäder und Badezimmer und Duschen alles dicht halten. Da kommen zwei Schichten drauf in unsere Dusche. Ja, das soll sozusagen das Holz behandeln, dass es nicht die Feuchtigkeit nicht ins Holz ziehen kann, wie so eine Art Dampfsperre, sage ich. Ich weiß es gar nicht, was das ist, aber so verstehe ich das immer, dass halt die Feuchtigkeit nicht ins Holz gelangen kann. Und das kommt dann auch letztendlich unter unsere Fliesen. Die zeigen wir aber euch später im Video. Was ein Zeug. Wir haben übrigens beide der Sachen, also einmal den Haftgrund, den wir benutzt haben, also den Primer und auch diese Duschabdichtung, haben wir beides einfach aus dem Baumarkt besorgt. Also das kriegt man easy überall her. Also ja, muss man nicht extra im Internet bestellen oder so. So, ganz wichtig. Erstmal, hier ist ein sauber, der hier. Erstmal Ventilator anmachen.
So, ich habe sowas auch noch nie zuvor gemacht. Ich weiß, es gibt spezielle Rollen dafür. Ich hoffe, ich habe so eine. Wir haben nämlich nur noch die gehabt. Ich hoffe, die geht auch. Ich glaube, ich brauche mehr Tape. On the outside, looking in, I really wasn't sure what I was getting. Eklig. Das ist richtig so eine Joghurtpampe. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich auf einmal was ganz anderes anhab, mir waren meine Klamotten ein bisschen zu schade, denn dieses Zeug sieht irgendwie aus, als ob man das nicht leicht aus Klamotten rausgewaschen kriegt. Also habe ich ganz alte Sachen einmal angezogen. Also, es ist alles fertig. Die erste Schicht ist aufgetragen von diesem Dichtungsmittel. Es hat eine sehr interessante Konsistenz, sehr gummiartig. Gerade wenn es anfängt zu trocknen, dann klebt es überall. Ich habe es auch am ganzen Körper kleben. Aber ja, sieht gut aus. Also, naja, gut ist was anderes. Es sieht ein bisschen unregelmäßig aus, aber da kommt ja noch ein zweiter Anstrich drauf. Aber jetzt heißt es erstmal 5 Stunden warten und dann kommt der zweite Anstrich. Und ich mache mich mal sauber. Und während jetzt unser Badezimmer am Trocknen ist, muss ich mich ja irgendwie anders beschäftigen. Also fange ich halt heute an, unseren Schrank zu bauen. Wir haben uns überlegt, zwischen Badezimmer und der Rückwand von unserer Sitzbank kommt noch ein Schrank rein. Den werden wir so richtig witzig auf Eck bauen. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera so richtig sieht. Ich glaube nicht. Also eigentlich wäre das gerade oder das wäre gerade. Und wir haben, wollten aber nicht so eine random Wand bei uns im Wohnraum haben. Heißt, wir bauen unseren Schrank schräg, so auf Eck. Und dann kommen die Schubladen, kann man so rausziehen, aber sie haben halt so eine schräge Front. Ich irgendwie fand mir das ganz witzig. Die Umsetzung ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber ich habe mir schon im Kopf Notizen gemacht und werde jetzt anfangen, die unterste Schublade zu bauen. Und was ich eben meinte ist, genau so sieht der Boden von einer Schublade aus bei uns, da wir den Schrank auf Eck haben, also so angeschrägt. Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Wir müssen auf jeden Fall auch die Wände irgendwie im 45-Grad-Winkel anschneiden, aber das Werkzeug haben wir, also warum nicht ausprobieren, ne? Bevor ich jetzt weitermache mit der Schublade oder mit den Schubladen, werde ich auf jeden Fall erstmal weiter am Badezimmer bauen. Denn Garrett kam wieder zurück vom Baumarkt und hat uns eine Holzplatte besorgt. Wir haben tatsächlich nicht mehr so viel Holz. Also es sieht nach ultra viel aus, aber gerade für unser Badezimmer, für die Eingangstür, brauchen wir halt noch eine große Platte. Und die hatten wir nicht mehr. Wir hatten nur noch kleine Reststücke. Deswegen hat Garrett noch eine extra Platte besorgt. Die werde ich jetzt gleich einmal anzeichnen und Garrett wird sie zuschneiden, denn die muss auch noch gestrichen werden und versiegelt werden. Das müssen wir alles heute Abend noch machen. Deswegen, ich fange mal an. Leonie hat jetzt alles angezeichnet und ich werde jetzt unseren Rahmen ausschneiden.
Okay. Der Türrahmen ist jetzt geschnitten. Wie gesagt, kein normaler Rahmen, sondern unser Türrahmen fürs Badezimmer. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich nochmal behandeln. Das heißt, erstmal Spezialhaftgrund. Ranhalten willst du den auch? Warum? Mal gucken, ob alles gut ist. Ich dachte, wir streichen den erst und dann gucken wir, ob er passt. An Änderung, Leonie will doch nochmal nachgucken, ob er auch wirklich passt. Ja, sicher, sicher. Ne? Immer die extra Wünsche von der Freundin. Guck mal nach. Das ist ja jetzt leichter, ne? Als die Platte eben. Jetzt kann ich auch easy tragen. Und? Wie sieht's aus? Passt er? Eigentlich können wir das Badezimmer auch so lassen, so in diesem Blauton. Das hat sowas, finde ich, wie in so einer italienischen Jugendherberge von 80 Jahren. Ladies and Gentlemen, is our little blue bathroom. Das sieht doch gut aus. Looks amazing. Looks amazing. Schon cool, so ein kleiner Raum hier warte, drin. Warte. Es werde Licht. Okay, passt, lass streichen. Was wichtig ist, bei dem Spezialhaftgrund gegen die Maserung zu gehen. Dann zieht er sich besser ein. So, Grundierung ist drauf. Jetzt lassen wir das Ganze einmal einziehen. Und währenddessen können wir gleich schon unsere normalen Duschwände weiter streichen. Nun folgt der zweite Anstrich. Dafür gibt es hier so eine richtig schöne Leon Farbe. Leon färbt jetzt wieder Eier. Ich färbe jetzt Eier. Nein, ich färbe unsere Dusche. Und zwar in schwarz. Nee, tatsächlich nicht. Ich brauche noch ein Stück Holz. Holz. Na gut, wir haben hier so viel, ne? Was ist das jetzt genau? Das ist Farbe. Damit du genau, also das ist eigentlich das Flächendichtmittel, womit ich die ganze Dusche eingeschmiert habe. Und das ist jetzt einfach Farbe, weil jetzt kommt der zweite Anstrich. Und irgendwie steht auf der Verpackung, das ist durch die Farbe, da weil der erste Anstrich ist mintgrün, der zweite Anstrich wird dann dunkelblau. Soll es irgendwie leichter zu sehen sein, ob es dicht ist, also ob es wirklich überall deckend ist, genau. Deswegen mache ich das jetzt. Mir wird es aber grau und nicht blau. Vielleicht ändert sich das, wenn du es aufträgst. Hast du schon gezeigt, wie das trocken aussieht? Nee. Soll ich das unseren Zuschauern mal zeigen? Jo. Ich zeige euch in der Zwischenzeit jetzt mal, wie der erste Anstrich geworden ist, den Leonie gemacht hat. Denn das ist echt super interessant. Da hat sich hier jetzt in unserer Dusche wie so eine Kunststoffschicht gebildet. Also wir mussten jetzt keine Kunststoffplatten hier zuschneiden und drauf machen, sondern das ist hier so ein richtig fester, wasserabweisender Lack oder Beschichtung geworden. Ich zeige euch das mal. Hier sieht man auch richtig diese dicke, dicke Kunststoffschicht, das ist jetzt natürlich noch nicht 100% deckend, aber durch die weiteren Anstriche sollte es das werden. Also das ist richtig, richtig dicht. Auch hier, selbst die Fuge hier ist einfach verschlossen. Naja, wir sind mal gespannt, aber ich denke, wir sind hier guter Dinge. Das soll ja auch kein Aquarium werden, sondern eine Dusche. Das heißt, Spritzwasser sollte hier auf jeden Fall gut keine Chancen haben. Leonie beginnt jetzt zu streichen und ich hätte aber auch schon mein Aquarium-Outfit an. Ja, ich hätte jetzt auch fast gesagt, dass du dich farblich auch abgestimmt hast, aber jetzt passt die Farbe nicht mehr ganz. Trotzdem ist das hier... Ich dachte, das soll blau sein. Nein, das ist warte mal, das ist Liebe zum Detail, wie du in diesem Raum stehst und sogar die passenden Ohrringe angezogen hast. Die sind übrigens von Leonies Schwester Julia, liebe Grüße. Sind echt hübsch, ne? Also schaut mal hier. Aus Amerika. Kleine Bärchen in der Bärchenfarbe. Guck mal, wie schön grau das ist. Aber echt, ich dachte, das soll blau werden. Ich glaube, wir haben zu viel Lebensmittelfarbe schon wieder in die Eier gemischt. Das sieht gut aus. Das ist so ein richtig geiler Raptor-Lack. Falls mal Steine in der Dusche rumfliegen. Blöd, Mann. Hinter mir seht ihr jetzt unser Badezimmer. Zweiter Anstrich ist fertig. Ist auch tatsächlich auch schon trocken. Ich weiß nicht warum, aber es ging ultra schnell. Aber man soll jetzt auf jeden Fall 15 Stunden warten, bevor man fließend klebt. Und es ist jetzt eh schon spät. Deswegen werden wir jetzt zu Bett gehen und
Morgen können wir dann unsere Fliesen festkleben. Einen wunderschönen guten Morgen aus Ruby. Die Wand im Badezimmer hat jetzt den ganzen Nacht über getrocknet. 15 Stunden sind vergangen. Jetzt dürfen wir auch unsere Fliesen kleben. Und das werden wir heute angehen. Und zwar bekommt unser Badezimmer heute Fliesen. Was es genau für Fliesen sind, erklären wir euch gleich. Die sind nämlich super cool. Wolltest du auch was sagen? Nee, wir machen jetzt Fliesen. Super coole Fliesen. Super cool sogar. Die Fliesen, für die wir uns entschieden haben, sind diese hier in der schönen Steinoptik. Das ist aber kein echter Stein. Also wir haben keine richtigen Fliesen. Das wäre uns ein bisschen zu viel Aufwand, zu schwer und irgendwie schneiden mit der Flex ist auch irgendwie blöd. Deshalb haben wir richtig coole Kunststofffliesen. Die funktionieren genauso wie Klickvinyl. Das heißt, man kann hier durch dieses Laschensystem einfach nur die Fliesen ineinander schieben. So. Funktioniert richtig einfach und ist natürlich nochmal eine zusätzliche wasserabweisende Schicht auf unserem Holz. Ja, vom Prinzip super simpel. Man kann die auch ganz einfach zuschneiden mit dem Cuttermesser. Und das werden wir jetzt machen. Welche Schiene? Tada, hier sieht man schon ein paar Fliesen. Ich habe die erstmal angeschnitten, um zu gucken, ob unsere Idee überhaupt so funktioniert. Aber es sieht tatsächlich sehr gut aus. So werden wir das Muster jetzt weiter vorfahren. Also hier, dann zwei, dann eine, dann zwei. Sieht total edel aus. Wow. Leonie hat jetzt die ersten Fliesen schon geschnitten und das sieht schon richtig cool aus. Habt ihr ja gesehen. Irgendwie sind wir aber heute trotzdem ein bisschen langsam. Wir sind jetzt schon ein paar Stunden um. Sawyer ist auch ein bisschen unzufrieden. Na? Ja, wir sind heute ein bisschen langsam. Oh, riecht irgendwie so nach Auflauf. Ja, guck mal, das hier kommt auf einmal hoch. So, das reicht. Das schmatzt es überall raus. So, großer Moment. Die erste Fliese kommt ran. Ja, und auch gleich eine Challenge mit dem Standheizungsrohr. Warum hackt die da denn? Also, wir gucken, dass man die Folie da noch abziehen kann von der Dusche. Ja. So, Folie von der Duschwanne einmal entfernen, sonst bleibt die für immer da. Oh yes. Gucken wir wegen dem Loch unten. Ups. Erste Fliese. Super cool. Klasse, Fliese Nummer 1, Feierabend für heute. Die Wand ist fast fertig. Es fehlen jetzt nur noch zwei Fliesen und zwar hier oben. Hier haben wir aber wieder eine Kontur und zwar die von unserem Dach. Und irgendwie muss ich jetzt die Fliesen an diese Kontur anpassen. Das mache ich wie immer mit diesem kleinen Schiffchen. 3,5 cm ist der Abstand zwischen dem Stift und der Spitze. Und das ist genau der maximale Abstand, der sich ergibt, wenn ich die Fliesen daran halte. Ja, also ich werde jetzt die Kontur von unserem Dach einmal die Fliesen anzeichnen und gucken, ob es passt. Ich nehme auch Fliesen, die wir sowieso schon leider kaputt gemacht haben und probiere es erstmal aus, bevor ich jetzt eine brandneue nehme und gucke, ob die Idee überhaupt so funktioniert. Bisschen schwierig hier mit dem Teil. Nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Dann muss ich das vielleicht doch per Hand machen. Hat funktioniert. Jetzt lebe ich sie mal fest. Tada! Die erste Wand ist fertig.
Sieht geil aus. Jetzt kommt die nächste. Die erste Duschwand ist jetzt geschafft. Als nächstes kommt die wirkliche Herausforderung, und zwar die Duschwand links und rechts. Die haben nämlich eine kleine Schräge, weil unsere Rückwand leicht schräg steht. Die haben wir nicht perfekt ans Fahrzeug angepasst, sondern haben die mit so einer leichten Schräge festgemacht. Dadurch haben wir nach oben hin so eine leichte Verjüngung in der Wand. Und da ist Leonie schon ordentlich am Grübeln, was wir da jetzt überhaupt machen können, wenn es um die richtige Verlegung der Fliesen geht, weil nicht jede Seite hat diese Lasche und es soll am Ende ja auch gut aussehen. Leonie ist eifrig schon dabei. Ich bin am Überlegen, bevor ich irgendwas schreibe. Ich habe schon so viele von diesen Skizzen. Ich habe schon viel zu viele. Tada! Die letzte Fliese. Irgendwie muss ich hier oben jetzt auch noch, glaube ich, noch eine Restfliese irgendwie reinstopfen. Aber die zweite Wand ist ready! Während Leonie unser wunderschönes Badezimmer fließt, was echt heftig aussieht, also sieht gar nicht aus wie ein Van. Ich glaube, das Badezimmer ist jetzt der luxuriöseste Raum in diesem Raum. Ich werde in der Zwischenzeit mir mal unseren Türrahmen zu Herzen nehmen. Den wollen wir nämlich noch ein bisschen hübsch machen. Denn ein super cooles Werkzeug, was wir jetzt schon öfter hier beim Ausbau benutzt haben, was eigentlich nur für die Optik da ist, ist unsere Oberfräse. Das Gerät hier, damit habe ich vorher noch nie gearbeitet. Daniel hat uns das näher gebracht. Ist ein richtig cooles Teil, wo im Grunde vorne einfach eine kleine Klinge in verschiedenen Formen, was man auch ersetzen kann, sich hochgeschwindigkeitsmäßig dreht und das ganze Holz in der entsprechenden Form abfräst. Und damit kriegen wir halt eben unsere wunderschönen, smoothen Kanten hin. Und Leonie hatte die Idee, dass wir das Ganze jetzt auch mal bei unserem Türrahmen machen. Dann haben wir nicht diese komische Ecke immer im 90-Grad-Winkel, sondern so eine schöne Kante, die auch so von der Optik so ins Badezimmer einlädt. So, das werde ich jetzt machen. Da man so eine Oberfräse immer ein bisschen justieren kann und einstellen kann, ist es wichtig, dass man zu Beginn erstmal ein kleines Teststück sich schnappt, bevor man jetzt an das endgültige Werkstück geht. Deshalb werde ich hier mal ein altes Reststück Holz bearbeiten, schauen, ob die Einstellung gut ist. So, erste Testfräsung. So sieht's aus. Ja, natürlich noch ein paar Mal rüber, damit es richtig glatt ist. Aber so ist jetzt ungefähr der abgerundete Winkel. Na? So oder anders? Ist unsere Fräse irgendwie stumpf geworden mit der Zeit? Das kann sein, ja. Aber ich bin auch nur einmal rüber. Ah, okay. Nee, so ist gut. Gut, Fräsung ist in Ordnung. Jetzt machen wir uns an die Tür. Und der Türrahmen wurde fertig gefräst. Und der Türrahmen wurde fertig gefräst. Zu guter Letzt folgt jetzt nur noch eine letzte Schicht von diesem Duschabdichtmittel, damit wir hier dann so eine richtig dicke Kunststoffschicht haben, die schön wasserabweisend ist. Dann wird nochmal geflippt, sobald das ein bisschen angetrocknet ist, und dann kommt der letzte weiße Anstrich.
22 und 20. Mittlerweile ist es schon richtig dunkel geworden, aber Leonie gibt immer noch Vollgas, um jetzt unsere Wände fertig zu fliesen. Ich will die fertig kriegen. Kleine Late-Night-Session. Ich bin fast fertig mit der dritten Wand. Ja, die sieht auch schon richtig gut aus. Wände werden so langsam. Aber wir zeigen euch das erst, wenn es fertig ist. Soweit. Es ist soweit. Ihr wollt gar nicht wissen, wie kaputt ich bin. Und voll geschwitzt. Es war so heiß heute, so anstrengend. Aber das ist jetzt offiziell das letzte Stück unserer Dusche. Ich werde es jetzt anbringen. So. Es ist drin. Das letzte Stück. Oh, diese Dusche, diese Fliesen haben mir heute echt viel Nerven gekostet, aber das Ergebnis lässt sich sehen. Ja, morgen bei Tageslicht kann man das nochmal genauer zeigen, aber oh mein Gott, es sieht so geil aus. Und tatsächlich haben wir an zwei Stellen geschummelt, denn uns haben genau zwei Fliesen gefehlt, zwei Stücke. Einerseits hier oben. Das Stück darf da eigentlich gar nicht rein. Das, hier ist eine Kante, das passt da gar nicht rein. Aber es ist egal. Das sieht man nicht. Und das Stück hier genauso. Hier ist eine Kante. Da gehen die gar nicht ineinander. Aber das ist auch nicht schlimm. Denn ist geklebt. Ist geklebt. Und dahinter ist so viel von diesem Dichtzeug. Also wir machen jetzt Feierabend, oder Schatz? Ja, das war's. Hast du toll gemacht. Super cool. Und wir sehen uns morgen. Ja. Guten Morgen. Na? Freust du dich über unser neues Badezimmer, wo du auch gebadet werden kannst? Nee. Geduscht. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben richtig gut geschlafen. Es ist auch Wochenende, mal ein bisschen ausgeschlafen. Tut auch gut. Jetzt möchte ich euch das finale Ergebnis von Leonies Arbeit zeigen. Und zwar unser gefliestes Badezimmer, unsere Dusche. Sieht echt richtig cool aus. Jetzt sind euch vielleicht noch ein paar Löcher hier in unserer Wand aufgefallen. Hier oben sind zwei und hier unten ist ein großes. Diese Löcher werden wir jetzt stopfen und zwar mit unserer Duscharmatur und mit unserem Auslass von der Standheizung. Genauso wie bei unserem Wasserhahn haben wir uns hier dazu entschieden, eine ganz normale Duscharmatur zu verbauen, die man eigentlich halt in einem Haushalt im Badezimmer verbaut. Wichtig ist dabei halt nur, dass man die entsprechenden Adapter immer mit dabei hat, um das Ganze halt in unser Schlauchsystem anzuschließen. Wir haben ja keine Wasserrohre hier drin, sondern ganz normale 10 mm Schläuche. Und was ich dafür jetzt benutze, zeige ich euch jetzt. Zuerst einmal unsere Duscharmatur, die wir mit Kalt- und Warmwasser regeln können. Das Ganze funktioniert einfach wie so ein Mischer. Hier können wir auch die Temperatur einstellen und natürlich auch den Druck später in der Dusche. Dann gibt es noch zusätzlich solche Abstandshalter, die entsprechenden Gewinde, die wir eindrehen müssen. Und hier jetzt der Trick, denn diese Gewinde gehören eigentlich in den Haushalt. Dafür haben wir aber jetzt nochmal diese zusätzlichen Adapter, die auch um Eck gehen, die wir ganz einfach mit Schlauchschellen an unsere Schläuche schließen können. Dann noch ein 14er Schlüssel, um das Ganze reinzudrehen. Und Gewindedichtband. Gut, als erstes werden wir mal hier unsere Gewinde durch die Löcher drehen. Wir haben die Löcher extra haargenau gemacht, damit das Gewinde sich so selbst ein bisschen reinschneidet durch den Kunststoff und dann das Holz. Und dann sollte es auch ordentlich fest sein. Gut, die Gewinde sind jetzt in der Dusche drin und jetzt werde ich von hinten unsere Schläuche anschließen. Ist sehr schwierig da zu filmen, deshalb werde ich es jetzt erstmal machen und euch danach zeigen. Da schraube ich jetzt einfach nur auf unser Gewinde hier diesen Adapter drauf. Der kommt dann mit diesem Schlauchtöhlenanschluss an den Schlauch. Das Ganze vorher nochmal abdichten mit Gewindedichtband und dann sollten wir hoffentlich, wenn dann die Armatur dran ist, Wasser haben. Da, könnt ihr sehen. Da, jetzt. Da sieht man jetzt die Schlauchtöhlen und die Schläuche. Ganz wichtig, links Warmwasser, rechts Kaltwasser. Ja, die laufen dann hier so entlang und jetzt beginnt der vordere Teil. Ich glaube, ich habe noch nie so schöne Aufnahmen gemacht.
Tada! Duscharmatur ist jetzt dran. Ich werde das Ganze aber nochmal abnehmen, denn wir wollen nochmal diese Löcher ein bisschen abdichten. Also ist jetzt nur mal rangeschraubt, ob es passt. Aber sieht doch ganz cool aus. So, die Duscharmatur ist jetzt so gut wie angeschlossen. Wie gesagt, muss noch abgedichtet werden und da kommen noch mal so kleine Verkleidungen drumherum um die Rohre. Aber ich will jetzt trotzdem mal schauen, ob alles dicht ist, denn dann kann ich auch hinten sehen, ob irgendwas tropft. Das wäre natürlich richtig blöd. Surfponcho liegt schon hinter der Dusche, keine Sorge. Und jetzt schauen wir mal, ob hier alles funktioniert. Okay, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wasser ist wieder im Tank und Pumpe los. Ah ja, Moment. Stecker ist abgefallen, Sekunde. Gut, nochmal und los. Jetzt hört man, wie der Boiler sich füllt. Oh, ich höre da irgendwas. Oh. Ja, vielleicht sollten wir mal hier auch ausmachen. Da kommt auf jeden Fall schon Wasser raus. Aber die Pumpe ist schon wieder ruhig, das ist gut. Das heißt, da sehen wir es auch. Ungefähr 2,3 Bar ist jetzt auf der Leitung, heißt überall ist jetzt Wasser drin. Ich habe hier auch übrigens noch so einen Verbrühschutz eingebaut und ich sehe, der leckt. Na gut, da müssen wir dann wohl wieder ran. Bisschen mehr Gewindedichtband. Alles klar, Test Nummer 2. Thermostat ist jetzt repariert. Ich habe das die Tülle einmal abgeschraubt, ein bisschen mehr Gewindeband drum gefletscht und jetzt ist alles wieder beim Alten, ist wieder Wasser in der Leitung, es leckt nichts. Und jetzt schauen wir uns die Dusche an. Machen wir den Ventilator aus, ist zu laut. Gut, würde ich sagen, gibt es nichts weiter zu tun, als einfach mal den Hahn zu öffnen. Ne? Hier läuft Wasser, gibt's ja nicht. Okay, das sieht ganz gut aus. Die Pumpe arbeitet. Das war eigentlich schon recht viel, finde ich. Deshalb glaube ich, können wir jetzt schon gucken. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist natürlich die entscheidende Stelle, an die man nie wieder rankommt wirklich, wenn hier erstmal ein Schrank ist. Und zwar hinten. Um das Ergebnis besser prüfen zu können, etwas trockenes Klopapier nehmen und hier jetzt mal unter die Schlauchhüllen halten. Also die filmerischen Qualitäten hier, die gut, lassen doch nicht zu wünschen übrig. So, aber das sieht tatsächlich echt gut aus. Jetzt keine Tropfen oder so, die ich da sehe oder spüre. Das ist auch trocken. Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir uns nur noch eine Kleinigkeit hier mit der Armatur überlegen, aber sonst sieht das gut aus. Das sieht echt gut aus. Ich probiere noch mal Kalt- und Warmwasser aus. Das ist jetzt zwar Warmwasser ist aus, aber egal, nur damit die Gänge alle auch dicht sind. Und dann wird unsere Dusche langsam fortschreiten. Das ist richtig cool. Und ich finde den Druck sogar echt gut. Also dafür, dass wir Druckminderer benutzen, wobei der ist ja nur vor dem Boiler. Sonst hat unsere Pumpe, glaube ich, 3, noch was Bar. Ist zwar sowieso schon recht stark für eine Campingpumpe, aber das kommt auch hier echt gut an. Ich glaube, da kann man immer noch super duschen. Ich habe jetzt auch gar nicht voll aufgedreht, also coole Sache. Ach so, genau. Eine Sache, die noch nicht ganz passt, sind halt eben diese Verkleidungen. Die kommen hier zwischen die Mutter und die Wand, werden auch einfach nur auf dieses Gewinde aufgeschraubt, was auch gleichzeitig halt unser Wasserrohr ist. Dadurch, dass wir aber das Gewinde jetzt recht tief einlassen mussten und auch die Wand hier hinten so dick ist, um dann von der anderen Seite die Schläuche anzuschließen, können wir diese Verkleidung jetzt nicht mehr so ganz gut draufschrauben, weshalb das dann nicht mehr mit der Mutter passt. Ich bin am Überlegen, ob ich hier einfach das Loch vergrößere, sodass es nicht mehr ganz eng sitzt und das dann einfach klebe, damit das trotzdem verschalt ist. Aber dennoch kann ich dann die Mutter halt ordentlich festziehen, weil hier der Abstand ist halt eben geringer als hier die Dicke des Rings. Oder die andere Variante ist halt den Ring zu kürzen, aber das werde ich wahrscheinlich
nicht so hinkriegen, dass es sauber am Ende aussieht. Ja, vielleicht hat der ein oder andere von euch ja eine Idee, wie man dieses Problem noch lösen könnte. Wie gesagt, meine einzige Idee, die einigermaßen okay ist, wäre dieses Loch zu vergrößern, damit die Mutter da durchpasst und man dann das Ganze festschraubt, aber dann wackelt es halt. Da müsste man halt die Verkleidung, also nur die Verkleidung wackelt dann, müsste man die dann nochmal irgendwie kleben. Muss sowieso auch nochmal alles abgedichtet werden. Schreibt mal in die Kommentare, vielleicht hat der ein oder andere von euch eine gute Idee. So, liebe Leute, Leonie ist auch wieder dabei. Also, die Dusche ist dicht, das ist schon mal gute Neuigkeiten, hast du richtig cool hinbekommen. Danke. Die Fliesen sehen richtig toll aus. Ja. Natürlich ist die Dusche noch nicht fertig. Wir müssen auf jeden Fall überall noch Fugen ziehen, alles abdichten und ja, eine Tür kommt auch noch rein und ein Türrahmen, der muss noch weiß gestrichen werden. Habe ich schon gemacht. Ach, hast du schon gemacht? Ach, schon geil. Gemacht, gerade eben. Ach, ganz guck schnell. Mal. Oh, danke. Richtig cool. Also die Dusche wird langsam fertig und schnell fertig. Eigentlich finde ich ging das voll schnell, das Projekt find der ich Dusche. Auch. Einmal durchgezogen cool. Und zack. Aber echt, richtig cool. Also wenn ihr noch wissen wollt, was wir alles noch machen werden in Ruby, dann abonniert doch gerne diesen Kanal, also wenn ihr neu dabei seid. Und wenn nicht, dann sehen wir uns nächste Woche. Also für die alten Hasen, die schon länger dabei sind. Alles klar, dann. Ich rede einfach drauf los. Würde ich sagen, wir machen weiter. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.